Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute freue ich mich unglaublich, ein Video aufzunehmen. Digga, und zwar spielen wir endlich den COD-Killer Number One X-Defiant. Ich habe gerade eine Runde angezockt und ich sag euch, wie es ist. Dieses Game ist köstlich, Digga. Ich kann es nicht glauben, wie geil dieses Game ist. Endlich, nach so vielen Jahren, nach so viel Leid, haben wir endlich ein geiles Game wieder. Und ich würde sagen, ohne lang zu babbeln, gehen wir einfach direkt in X-Defiant rein und zocken eine Runde, Digga. Let's go. Ich stelle nicht viel ein, gar nichts. Ich habe einfach Bock zu zocken. Das hatte ich schon so lange nicht mehr. Ich will euch einfach dieses Game zeigen. Stellt euch darauf ein, dass die nächsten 2-3 Videos nur X-Defiant werden. Heute spiele ich mit Controller. Nächstes Mal spiele ich vielleicht sogar mit Tastatur. Ey, es ist einfach nur eine Beta. Es ist einfach eine Beta. Und ich komme jetzt schon nicht mal klar. Junge, alleine gebt euch mal hier Klassensystem. Junge, wie geil! Was für Waffen? ACR, AK, Junge, MP7, MP5. Digga, ich kann das einfach nicht glauben, Jungs. Ich schwöre auf alles, ich kann das nicht glauben. Was Ubisoft hier gekracht hat, ich will das einfach nicht glauben. Die haben COD in... Digga, das könnte die neue Ära sein. Scheiß auf Activision. Endlich werden die mal Konkurrenz bekommen bei dieses Game. Es ist unglaublich geil, Digga. Gehen wir auf jeden Fall mit der ACR rein, Digga. ACR. Keine Fake-Namen, gar nichts. Einfach die realen Waffennamen, weil die sich die Mühe gemacht haben, das Geld in die Hand genommen haben, einfach die Lizenzen zu kaufen. Und ich hab so Bock, ihr könnt es nicht glauben. Und gehen wir rein. Guckt euch diese Grafik an. Jeder hat wahrscheinlich was schon davon mitbekommen. Digga, ich bin so gehypt. Das Game sieht so verfickt köstlich geil aus. Es ist einfach... ein Oldschool-Sucht-Feeling. Ich habe nicht mal Scuff und bin einfach glücklich beim Zocken. Junge, ich muss hier jetzt noch meinen Scuff anschließen und dann gehe ich hier komplett ab. Junge, das Kill-Feeling, oh mein Gott. Ihr könnt nicht glauben, was das für mich bedeutet. Ich kann endlich wieder zocken. Die ganze Zeit musste ich auf Krampf suchten, Junge. Und jetzt kann ich einfach zocken. Ihr wisst nicht, was mir das bedeutet. Digga, wie geil sieht dieses Game aus. Oh mein Gott, wie viele waren da. Junge, dieses Game sieht so geil aus. Innerhalb von 5 Sekunden hat dieses Game mehr Bock gemacht als die letzten 2-3 Jahre von COD. Und das Beste, es ist free to fucking play. Jeder kann sich das runterladen, wenn es draußen ist. Jeder. Es ist free. Es ist gerade eine Beta. Ich will nicht wissen, was abgehen wird, wenn dieses Game fertig ist. Junge, das Spiel ist nicht fertig und geht schon so ab. Jungs, ich schwöre, ich kann es nicht glauben. Activision kriegt endlich mal wieder Druck. Die haben das so gebraucht. Das ist meine eigentlich erste Runde. Ich habe wirklich nur kurz reingezockt. Das ist meine erste Runde. Und es bockt schon so hart. Ich schwöre, es könnte einfach die Rettung sein. Junge, Double Kill. Gehen wir hier links raus. Wo, von oben. Scheiße. Es passiert so viel. Es ist ein typisches System. Drei-Wege-System. So wie es einfach sein muss. Es ist einfach Real Talk. Alles, was COD falsch gemacht hat, in ein Game gepackt. Und einfach köstlich-möchtlich gemacht. Junge, get wrecked. Selbst das Sterben macht 5-mal mehr Bock als einfach gescheit spielen in COD. Es ist einfach so. Jeder Aspekt macht einfach mehr Bock als COD. Ich kann es nicht glauben. Auch wenn ich sehr oft gekillt werde. Weil ihr müsst euch geben, ich habe sowieso schon gerade den schlimmsten Nachteil. Ich spiele als... oh mein Gott! Ich spiele als Controller-Spieler gegen PC-Spieler. Und ohne Scuff. Das heißt, ich bin es komplett nicht gewohnt. Und es macht mir trotzdem so viel Bock, Jungs. Einfach alles. Das Gun-Feeling, das Aim-System, die Looks, die Maps... Junge, die sind einfach geil. Die sind perfekt, Mann. Ich kann nichts sagen. Der Sound ist knackig. Das Killgefühl ist einfach perfekt. Man kann nicht mehr sagen als perfekt. Boah, genug geschwärmt. Ich würde sagen, lehnen wir uns erstmal zurück und genießen jetzt einfach mal ein paar Kills, Digga. Oh mein Gott, wie habe ich veraimt. Fuck, die Runde ist gleich vorbei. Ach, scheiße. Nur ein paar Kills machen. Ich würde auf jeden Fall sagen, gehen wir in noch eine Runde rein. Nein! Er wirft mich einfach mit der Granate ab. Auf ganz locker, Digga.
Ja, Digga, ich dachte, ich werde jetzt anfangen zu snipen, Digga. Scheiß drauf. Oh mein Gott, der schlechteste Turn-On in meinem Leben, Digga. Gibt's hier überhaupt Aim-Assist? Größ spüre ich nichts, also auf jeden Fall anstrengend. Aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich an PS4-Controller gewöhnt bin und ich hier jetzt mit einem Xbox-Controller zocken muss. Was mich auf jeden Fall ein bisschen stört, die Map ist schon ein bisschen arg klein, aber zu unserem Glück kommt's ja nicht auf die Größe an, oder? Pass auf. Es ist ein Traum, ich krieg auf die Fresse von den ganzen PC-Opfern, aber es ist einfach ein Traum. Digga, ich bin so geflasht von diesem Game. Ich kann nur positive Sachen gerade sagen. Danke Ubisoft, ihr habt unsere Gebete erhört. Das ist auf jeden Fall ein krasses Game. Und wenn es rauskommt, wird es richtig rasieren. So ready für dieses Game. Ihr könnt es nicht glauben, wie ready ich bin für dieses Spiel. Auf jeden Fall hoffe ich, das hat euch gefallen. Zockt dieses Game, solange es noch geht. Obwohl, ja, wenn ihr keinen Key habt, geht es schwierig. Ich glaube, die Key-Zeit ist jetzt auf jeden Fall schon vorbei. Ich bin einfach nur überrascht. Seit langem habt ein Video wieder mal Spaß gemacht, richtig aufzunehmen. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.